Ich heiße Kerstin Kraus und ich bin Art Buyer. Also ich selber bin ursprünglich Fotodesignerin und ich habe erstmal selber fotografiert, habe dann aber in die Bildredaktion gewechselt. Bin damals zu Krone und Jahr gegangen, habe da in verschiedenen Redaktionen gearbeitet für verschiedene Magazine und dann bin ich nach Berlin gegangen, da habe ich auch wieder für Magazine gearbeitet und dann wurde ich angefragt von einer großen Werbeagentur in Hamburg. Dann habe ich dort gearbeitet und von da an ging es immer so weiter. Ich bin aber ursprünglich Fotodesignerin, habe noch zusätzlich eine Fortbildung als Kuratorin gemacht und habe ja auch eine Fotografenagentur. Also ich bin sehr breit gefächert. Für mich ist es wichtig, dass ich in dem Bild so eine Art Alleinstellungsmerkmal erkenne und vor allen Dingen, dass ich die Leidenschaft des Fotografen rausspüren kann oder eine Idee dazu habe, was es für eine Person ist und wofür sie steht und wie sie sich auch abgrenzt. Und es gibt ja sehr vieles, was sich ähnelt und das ist immer schlecht. Und irgendwas, was einen am besten noch aus dem Bauch raus anspricht, weil es eben eine starke Konzeption hat oder weil man nachdenken muss oder weil es einen einfach catcht, also weil es einfach super aufgenommen ist. Also ich mag die Komplexität, also ich finde es eben gerade gut, dass man viel Verantwortung hat. Ich finde die Mischung aus organisiert zu sein, aber trotzdem auch sehr kreativ, mit vielen Menschen im Kontakt zu sein, zu sprechen, dieses Lebendige an diesem Job, die Dynamik, überhaupt der Inhalt, Fotografie, Illustration, Kunst, Werbung, Kommunikation als solches. Das ist meine Leidenschaft, von daher bin ich gerne dabei. Sehr, also vor allem, wenn man international arbeitet und sich eben auch inspirieren lassen möchte. Ich habe natürlich auch Millionen von Kontakten und bin selber sehr sortiert, was meine eigenen Ordner und Links anbelangt. Und mein Adressbuch ist wirklich ein Schatz. Aber immer wieder suche ich ja auch. Also und ich will ja immer wieder neuen Input. Und gerade wenn man mal sagt, man will jetzt mal, weiß ich nicht, ob in Amsterdam shooten oder in Zürich habe ich vor kurzem was shooten müssen. Klar, da kennt man natürlich etliche Sachen, aber man will sich auch mal inspirieren lassen und ihr habt einfach noch viel mehr, also oder andere Leute. Und deswegen gucke ich da auch immer. Also bei allem, was mit Ausland zu tun hat, bin ich eigentlich auf Production Paradise aktiv. Total wichtig. Also ich finde, in anderen Ländern herrschen andere Bildsprachen, weil die können sich auch andere Sachen erlauben. Also Werbung ist ja anders, weil die Menschen auch anders ticken in anderen Ländern. Und der Humor funktioniert manchmal ein bisschen anders. Manchmal ist es bunter und lebendiger, manchmal ist es zurückgenommen. Und das finde ich gerade spannend, also diesen Unterschied von Bildsprache und was sie auch kann. Also, und ich glaube natürlich, wenn immer so eine Monokultur irgendwann mal entsteht in der Bildsprache, dann gibt es aber auch so ein Sättigungsgefühl und dann kommt wieder ein neues Gefühl. Also wir haben ja viele Jahre zum Beispiel jetzt diese ganze dokumentarische Geschichte gehabt, weil die Leute wollten eben nicht mehr diese künstlichen Bilder und wollten Bilder haben, wo man sich identifizieren kann. Es wurde immer natürlicher. Es könnte auch passieren, dass irgendwann mal da so eine Sättigung erreicht ist und dass es wieder ins Überhöhte geht. Mir ist aufgefallen auf verschiedenen Fotomessen, dass Bilder, die viel konstruktiver sind, konstruierter sind, konzeptioneller, immer mehr Gewicht bekommen und auch teilweise von anderen Ländern. Japan zum Beispiel war sehr vertreten, überhaupt Asien. Und da schwappen natürlich ganz andere Bildsprachen rüber. Das finde ich hochgradig spannend.
Ja, also ich finde es gut, dass es Production Paradise gibt. Das ist für mich eine der ersten Plattformen, die wirklich sehr gut Fotografen und Genres und Ländern alles gelistet haben. Die Suchfunktion, das User Interface funktioniert sehr gut und ich bin froh, dass es sowas gibt. Ja.